Ich grüße euch recht herzlich. Wie ihr seht, bin ich mal wieder im Wald. Und ich möchte heute mit euch mal etwas teilen, was sich um den Atem handelt. Also der heilige Atem. Und wie das mit den drei Energiekanälen Ida, Pingala und Sushumna mit den drei Kanälen zusammenhängt. Das wird im Yoga sehr favorisiert. Also Yoga ist ja insofern eine Technik, eine Entspannungstechnik, die den Körper ins Gleichgewicht bringen soll, durch gezielten und speziellen Atem und Bewegung, langsame Bewegung. Also ich mache kein Yoga. Ich kann euch aus eigener Erfahrung aber was mitteilen, dass habe ich in meinem Prozess gespürt. Da gab es ganz spezielle Momente. Und zwar, als ich voriges Jahr im August in etwa richtig tief in diesem Transformationsprozess drin war, war ich auf einer ganz hohen Schwingung. Also ich habe fast nichts essen brauchen am Tag über und sehr wenig Schlaf gebraucht, 3-4 Stunden höchstens. Und da war ich wieder total fit. Ich habe da wirklich durch die vielen Erkenntnisse war ich so hoch in der Schwingung. Und da habe ich bemerkt, wie ich richtig dolle Luft bekam. Ich spürte auf einmal, wie mein Atem, das war richtig alles wie freigeputzt. Hier drin auf dem Bronchien und so, auf der Lunge. Ich konnte so tief Luft holen. Und war darüber sehr überrascht. Und da war wie so eine innere Kälte. Ich konnte so tief Luft holen. Ich sag mal von den Zehenspitzen unten bis hoch, so richtig. Das kann man gar nicht beschreiben. Jedenfalls hatte ich unheimliches Volumen. Der Körper, das war richtig freigeputzt und ich merkte, ich hatte eine Menge ich konnte richtig tief Luft holen, so tief konnte ich noch nie Luft holen in meinem Leben. Ich kann das jetzt ein bisschen schlecht beschreiben, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und da dachte ich, boah, was ist das denn? Und da kam mir die Erkenntnis durch diese vielen Erkenntnisse, die ich hatte in diesem Prozess und mit den Thematiken, mit denen ich mich befasst habe, da steigt ja die Schwingung, weil du dich ja mit hochschwingenden Thematiken befasst und nicht mit niedrig schwingenden Dingen, sagen wir mal so. Dadurch steigt die Schwingung und dein ganzer Körper wird, ich habe gemerkt, ich hatte abgenommen ich habe mal 72 Kilo gewogen und da wog ich dann nur noch, 58. Und ich dachte, meine Güte, brauchst nichts essen,
Brust, fast kaum Schlaf, kaum irgendwie. Du warst nur in dieser hohen Energie. Und dann kam ich auf diese Yoga-Lehre. Aber da ich nicht groß für irgendwelche Bewegungen bin, außer Schwimmen. Also Yoga ist mir nicht, das ist mir zu viel Verrenkung. Und ich sag mal, wenn der Geist frei wird, wird nämlich der Körper von alleine beweglich. Ich konnte damals auch kein, wie heißt dieser Yoga-Sitz da? Konnte ich auch nicht machen. Jetzt klappt das fast von selbst. Und ich mache keinen Sport, ne? Aber was ich damit sagen will, ist, das ist ein gutes, sehr gutes Stichwort. Wenn der Geist frei wird und beweglich wird, dann wird der Körper nämlich beweglich, weil diese energetischen Blockaden aus dem Körper raus sind durch die vielen hochschwingenden Themen, mit denen man sich befasst hat. Automatisch geschieht das denn, ihr seht, auch so in der Natur. Nehmen wir mal einfach Tiere, weil hier waren gerade zwei Hunde, die haben miteinander gespielt. Tiere in der Natur, wenn die sind ja nun nicht im Denkmodus wie die Menschen, ne? Wenn die in ihrem normalen Umfeld sind, dann sind die nicht dick. In der Natur gibt es nichts an Tieren, was massig an Überschuss an Gewicht hat, gibt es nicht, weil es von selbst geregelt wird. Nur der Mensch ist, wenn er nicht in seiner Mitte ist, permanent am Zuführen von Nahrungsmitteln von außen. Das soll uns ja auch was sagen. Ja, und ich hatte mich mit dieser Yoga-Geschichte befasst und mit dieser Atmung und bin, was ich natürlich hatte, in mein Bücherrepertoire gelesen hatte ich es noch nicht, ich hatte es als Energie da stehen, ein Buch von, wieder mal von einem Freimaurerwissen, und dieses Buch war von einem Freimaurer, von Charles F. Hanel, der hat nämlich, das könnt ihr auch im Internet herausfinden, bei YouTube, was die Yogis betrifft, diesen Atem erforscht. Diesen, wie der Mensch normal atmet, wie er atmen soll. Denn dieser Atem ist unser, sagen wir mal, Lebenselixier. Und diese Blockaden fangen beim Atem an. Viele Menschen, weiß ich wie viel Prozent der Bevölkerung, die atmen flach. Die haben alle einen sehr flachen Atem. Und dadurch kommt der Sauerstoff gar nicht bis tief in die Lungen, in die Bronchien rein, sodass schon von Hause aus Blockaden entstehen. Müsst ihr euch vorstellen, wenn nicht überall Sauerstoff reinkommt, verkümmert dieses Gewebe. Das ist eigentlich völlig logisch. Und da gibt es ja im Yoga diese zwei Kanäle, den Ida-Kanal und den Pingala-Kanal. Und dieser Sushumna-Kanal ist dieser Zentralkanal. Also ich habe mich da ein bisschen noch belesen, vieles auch aus eigener Erkenntnis, und ich lese euch da mal, also sagen wir mal so, von Hause aus ist dieser Atem in unserem Körper schon, also das atmet sich schon, ich möchte mal sagen, weil ich gerade sage, es atmet sich von selbst. Ihr müsst ja für diesen Atem nichts tun. Wenn ihr mal in eine Meditation geht und mal still euren Atem beobachtet, dann müsst ihr dafür nichts tun.
Also fragt euch mal, wer atmet da? Und jetzt nehmen wir mal ein Wort. Es atmet euch. Beobachtet das mal, wenn ihr ganz still seid. Beobachtet mal euren Atem. Ihr seid das nicht, der atmet. Es atmet von selbst. Und somit spürt ihr schon mal, dass ihr nicht der Körper seid. Und da kommen wir zu einem ganz speziellen Thema, was diese Energiekanäle im Körper betreffen. Dieser Ida-Kanal und dieser Pingala-Kanal ist nämlich im Körper schon eine einzigartige Polarität. Also der Körper ist von Hause aus polar, was den Atem betrifft. Männlich, weiblich. Also es ist von Hause aus im Körper schon die harmonische Ordnung gegeben, des Yin- und Yang-Prinzips. Nur der Mensch, aufgrund seiner Konditionen, aufgrund seiner Programme, und ich sag mal jetzt, wenn ihr im Ego handelt und im Stress ist, atmet der Mensch flach. Wenn der Mensch im Stress ist, geht gar keine ruhige Atmung. Weil dann ist er in Hektik und rennt da seinen Dingen hinterher, die er meint, machen zu müssen. Ist er in Ruhe, kann er automatisch in eine ruhige Atmung gehen. Und man sagt ja, nicht umsonst, erstmal tief durchatmen, ne? Das heißt sozusagen, erstmal tief Luft holen und mal kurz entspannen, bevor ich den nächsten Satz von mir gebe oder das nächste Wort. Also diese harmonische Ordnung ist schon in unserem Körper angelegt, aufgrund oder mit diesem göttlichen Atem. Und jetzt habe ich da mal so ein bisschen was rausgearbeitet. Also, dieses Buch heißt Geheimnisse der Yogis. Wenn ihr langsam atmet, verlangsamt ihr logischerweise eure Atemzüge. Die werden weniger. Und das hat Einfluss auf euren ganzen Körper, auf euren ganzen Kreislauf, auf eure ganzen Organe. Ich kann mich erinnern, als ich bei diesem Ayahuasca-Retreat war. Ich bin in absoluten ruhigen Atem gewesen in diesen Momenten, aber auch jetzt noch, das kann man ja sich wieder herholen, sagen wir mal so. Ich kann hier in absoluten stillen Atem sein und regle meine Atemzüge auf höchstens 10 Atemzüge die Minute, wenn überhaupt. Das geht, wenn du in diesen ganz tiefen Samadhi bist, wo du fast wegtrittst, sagen wir mal so, kommst du in einen absoluten ruhigen Atemfluss, wo du deinen Körper nicht mehr spürst, wo du wirklich nur noch reines Bewusstsein bist, was du bist. Du kommst in einen absolut stillen Atem. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das habe ich auch mit Frequenzen immer gemacht. Ich habe mir Frequenzen angehört von Marco Hümer. Und das war so ruhig. Und während dieser Phase des absolut stillen Atems ist mein Bewusstsein und der Körper in Selbstheilung gegangen. Weil du bist dann in einem Nullpunkt-Moment, in einem Nullpunktfeld und kannst dir aus diesem Moment heraus, kannst du dieses Feld anzapfen
und deinen Körper auf Selbstheilung programmieren. In diesem absolut ruhigen Atmen, also wenn ihr meditiert, könnt ihr auch eingeben, also für euch programmieren, dass euer Körper in Selbstheilung geht, was es dann noch macht. Dann lese ich euch mal ein bisschen was vor, was ich hier mir ein bisschen rausgesucht habe. Was ich auch noch selber probiert habe, war, ich habe mir mal eine Zeit lang ein Nasenloch zugehalten und habe nur eine ganze Weile durch ein Nasenloch geatmet, weil der Körper ist ja so genial von der Schöpfung her. Es gibt gewisse Minuten, wo es automatisch über das linke Nasenloch sich atmet und dann automatisch über das rechte Nasenloch sich atmet. Und das hat mit der Yin- und Yang-Energie im Körper zu tun und mit der Sonne-Mond-Energie. Weil das ist alles im Körper schon, Yin- und Yang-Prinzip ist da schon völlig komplett vorhanden in göttlicher Ordnung. Da ist nichts falsch. Nur hier, der da oben, der will immer aus diesem System sich selbst rauskatapultieren. So. Also. Das, was ihr gemerkt habt, wenn ihr wirklich mal in dieser absoluten Stille seid, ihr könnt dann spüren, dass das von selbst geht. Weil wenn ihr jetzt atmet, müsst ihr ja niemanden beauftragen, das zu tun. Das geschieht. Und das ist letzten Endes diese Urenergie in Form dieser Atmung. Mehr ist es nicht. Und dann habe ich noch was gemacht. Das habe ich intuitiv mir angeeignet. Das ist sehr wichtig. Im Nachhinein kam ich darauf, dass es auch so ein Geheimnis der Yogis, dass die Yogis ihre Zunge an den Gaumen oben ranmachen, hinter die obersten Zähne. Und so mit geschlossenem Mund atmen. Und das mache ich nur. Früher habe ich auch durch den Mund geatmet, aber jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr. Nur noch durch die Nase, weil das ja dort gegeben ist, weil es sich ja so, wie sagt man, das regelt sich ja von selbst, der Atem, durch die Nasenlöcher. Und wenn ihr den Mund zumacht beim Atmen, das stellt sich von alleine ein. Ihr könnt es spüren. Wenn ihr mal dieses eine Nasenloch zumacht, dann merkt ihr in dieser oder jener Minute, atmet euer Körper von selbst durch dieses Nasenloch oder durch dieses? Kann man mal probieren. Also, diese Seite ist jetzt zu. Diese ist offen. Also ist jetzt der Atemfluss über dieses Nasenloch gegeben. Und es wechselt. Müsst ihr mal beobachten, das ist spannend. Und dann gibt es wieder Momente, wo hier dieses Nasenloch zu ist und dann ist dieses offen. Macht das mal, macht mal diesen Test. Und da könnt ihr eure Atmung, ich bin da gleich wieder voll begeistert, da könnt ihr eure Atmung selbst kontrollieren und ihr schließt euch mal mit dem Taschentuch, macht da mal ein Nasenloch zu und geht mal nur auf das eine Nasenloch. Und da habt ihr, zieht ihr die ganze Energie, die durch dieses Nasenloch führt, was diese Bedeutung hat, in euch rein. Und da könnt ihr richtig, ja, das beeinflusst euer ganzes System. Das lese ich euch mal ganz präzise dann vor. Also die Zunge an den Gaumen, hinter die obersten Zähne und nur noch durch die Nase atmen. Nicht mehr durch den Mund. Und den Mund praktisch zulassen. Hier sagt man zum Beispiel, die Urenergie ist allgegenwärtig und allmächtig.
Also dieser Atem. Alle Arten von Energie haben eine Gemeinsamkeit. Sie vibrieren, denn diese Energie, die ihr einatmet, dieser Atem, vibriert in euren Körper, weil euer Körper auf feinstofflicher Ebene ist eigentlich auch nur eine reine Schwingung und eine Frequenz. Und dadurch, das ist wie so ein Resonanzfeld in euch auf Schwingungsebene, wo, wenn der Atem reinkommt, vibriert es. Und es müsst ihr euch, wie kann, macht euch selber euer Bild. Ihr könnt das vergleichen, indem ihr geht mal auf eine feinstoffliche Ebene, auf Schwingungsebene. Dann ist all das, was reinkommt in euren Körper, Vibration. Und es vibriert mit euren Organen, die ja auch eine Schwingung haben. Die haben ein eigenes Schwingungsfeld, eure Organe. Das Herz, die Leber, die Nieren. In eurem Körper ist alles nur Schwingung. Und das harmonisiert sich von selbst in eurem Körper durch diesen heiligen Atem, nenne ich es immer. Weil das ist die Heilung. Also, dieser Ida- und Pingala-Kanal sorgen für ein inneres Gleichgewicht. Also das ist das, was ich sagte, das ist schon von Hause aus gegeben. Euer inneres Gleichgewicht ist schon, hier ist alles schon so perfekt, wie es ist. Es liegt an euch, wie ihr damit umgeht, in Form des Atems. Nur im Außen sozusagen, das Ego wird dann sozusagen diesen Atem beeinflussen. Logisch. Wenn ihr nicht in eurer Mitte seid, atmet ihr ja ganz anders, habe ich ja gesagt. Das ist jetzt sehr spannend. Dieser Pingala-Kanal steht für die Sonne. Sie symbolisiert dein Feuer und deinen Verstand und wird mit Yang-Energie verbunden. Dieser Pingala-Kanal endet am rechten Nasenloch. Und dieser Pingala-Kanal wird auch, wenn er für die Sonne steht, als Ha bezeichnet. Wie Ha hat nämlich einen Sinn. Dieser andere Kanal steht für Ta, für den Mond. Also ist das Hatha-Yoga, dieses Atem-Yoga. Ich komme da noch drauf. Dieser Ida-Kanal praktisch steht im Zusammenhang mit dem Ta, den Mond, und endet mit dem linken Nasenloch. Er steht für die ruhige und intuitive Seite, das Element Wasser und die Yin-Energie. Und dieser andere Kanal, dieser Pingala-Kanal, steht für das Feuer, das männliche Prinzip. Und Ida-Kanal steht für das Wasser, die Yin-Energie, das weibliche Prinzip. Also ist in diesem Körper, sind es wieder polare Energiekreise bzw. Kanäle, die sich durch den ganzen Körper schlängeln und an der Wirbelsäule dann an der Basis treffen. Also es ist immer wieder faszinierend, dass alles schon so vorgegeben ist auf Schöpfungsebene, perfekt vorgegeben. Nur der Mensch in seinem nicht bewussten Tun, Denken und Handeln beeinflusst es. Und zwar wirklich negativ. Und jetzt lese ich euch mal richtig zusammengefasst nochmal was vor aus diesem besagten Buch. Die Geheimnisse der Yogis.
Und da werdet ihr das dann noch mal besser verstehen. Ihr könnt euch ja selbst damit befassen. Ich sage ja, ich gebe auch immer nur Anregungen, weil ihr sollt ja selbst gucken und machen und tun. Also, wenn ihr mit dem Atem anfangt, dann ist das schon eine super Sache. So, jetzt lese ich euch da mal was vor. Ida, Pingala und Shushumna. Wenn wir den menschlichen Körper entlang einer vertikalen Linie in zwei Hälften teilen, ich muss noch dazu sagen, dieser Charles F. Hanel, der hat auch dieses Master Key System geschrieben, wovon ich ja in meiner Playlist schon einiges gesagt habe oder bekannt gegeben habe. Also der war Freimaurer und hat das alles selbst erforscht. Freimaurer von der positiven Seite, wohl bemerkt, ja. Dieses Wissen haben ja, naja, ihr wisst, wie ich das meine. Dieses Wissen haben die Freimaurer, aber viele haben es eben missbraucht. Und dieses Wissen, das ist das Wissen überhaupt, was man sich aneignen sollte. Aber man muss das nicht. So, jetzt nochmal von vorn. Wenn wir den menschlichen Körper entlang einer vertikalen Linie in zwei Hälften teilen, können wir beobachten, dass die meisten Organe, welche dafür vorgesehen sind, gewisse Funktionen des Körpers auszuführen, aus zwei symmetrischen Teilen bestehen. Einer befindet sich auf der rechten Hälfte des Körpers und der andere auf der linken Hälfte. Folglich sind Gehirn, Augen, Ohren, Nase, Arme, Lungen, Nieren, Hoden oder Eierstöcke und Beine alles doppelte Organe oder Teile, wovon jeweils eines davon auf der rechten und das andere auf der linken Seite des Körpers liegt. Dies ergibt sich dadurch, dass der Mensch ein Magnet mit zwei Polen ist, der genau wie alle anderen Körper magnetische Eigenschaften besitzt. So, ihr könnt hier mal nebenbei noch ein bisschen die Natur genießen. So, die rechte Seite des Körpers präsentieren den positiven Pol, während die linke Seite den negativen Pol vertritt. So. Spirit, Geistessubstanz, astrale Substanz, Äther und Materie, sie alle manifestieren zwei Pole, den positiven und den negativen Pol. Dies ist ein unumstößliches Gesetz des Universums. Mann und Frau, heiß und kalt, Nord und Süd, Ost und West, Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, sie alle repräsentieren die zwei Pole einer jeden beständigen Einheit. Der positive Pol offenbart Charakteristika bzw. Eigenschaften, die jenen des negativen Pols diametral entgegengesetzt sind. Die Funktionen des einen Pols unterscheiden sich gänzlich von denen des anderen. Jeder Pol des Körpers, der magnetische Eigenschaften besitzt, ist so beschaffen, dass er eine feinstoffliche Energie von seiner und an seine Umgebung einer subtilen Form von Energie absorbiert, in Klammern einatmet, ansammelt, in Klammern behält und ausstrahlt, in Klammern abgibt. Die Energie, die durch den positiven Pol aufgenommen und ausgestrahlt wird, unterscheidet sich von der Energie, die vom negativen Pol aufgenommen und ausgestrahlt wird. Aber an der Stelle, an dem sich der positive Pol und der negative Pol teilen, besitzt der Körper weder die Charakteristiken des positiven noch des negativen, sondern eine Kombination von beiden.
Das ist eine Wahrheit über den menschlichen Organismus. Die rechte Seite des Körpers bildet den positiven Pol und die linke Seite den negativen Pol des menschlichen Magneten. Nicht umsonst sagt man, die rechte Seite ist männlich und die linke Seite ist weiblich. So wie die Energie fließt und sich bewegt, so hat sie auch die Kontrolle über die Materie. Äther ist statische Energie, erfüllt allen Raum und durchdringt alle Festkörper und Gase zur Gänze. Äther besteht aus positiven und negativen elektromagnetischen Ladungen. Wenn irgendein Körper, der magnetische Eigenschaften besitzt, aufhört, Energie von dem ihn umgebenden Raum aufzunehmen und auszustrahlen, stellt er seine magnetischen Tätigkeiten ein. Er ist dann tot. Jeder Mensch, von der Geburt bis zum Tod, führt die Tätigkeit des Atmens aus. Einatmen, zurückhalten und ausatmen. Mit jedem Atemzug nimmt er nicht nur Luft auf, sondern auch Äther oder pranische Energie, welche die Luft durchdringt. Luft wird durch die Nasenflügel eingeatmet, den rechten und den linken. Die eingeatmete Luft passiert das Innere der Nase, die Rachenhöhle, den Kehlkopf, die Luftröhre, die Bronchien und erreicht dann die Lunge. Die Lunge erhält die eingeatmete Luft und absorbiert daraus den Sauerstoff, welcher sich mit dem Blut vermischt. Wenn der Sauerstoff mit dem Blut in Kontakt kommt, findet eine Form von Verbrennung statt. Das Blut nimmt den Sauerstoff auf und gibt das kohlensäurehaltige Gas frei, welches von der Lunge bei jeder Ausatmung abgesondert wird. Die Hindu-Wissenschaftler haben entdeckt, dass der Atem nicht immer gleichzeitig durch beide Nasenflügel fließt. Sie fanden heraus, dass der Atem für eine gewisse Zeit jeweils nur durch einen Nasenflügel fließt und während des Tages von Zeit zu Zeit für eine kurze Dauer durch beide Nasenflügel fließt. Doch anstatt Unordnung oder den Wunsch nach Einheitlichkeit im Ablauf des Atems im Menschen zu finden, fanden sie in allen atmenden Dingen Gesetz, Ordnung und Rhythmus, die alle Erscheinungen des Universums beherrschen, vom bedeutungslosesten oder banalsten bis hin zum verblüffendsten. Sie haben entdeckt, dass bei Personen mit normaler Gesundheit der Atem für beinahe 60 Minuten durch einen Nasenflügel fließt und dann zum anderen wechselt, um für ein Intervall gleicher Länge dort zu fließen. Jede Stunde wechselt die Atmung von einem Nasenflügel zum anderen. Jeden Tag fließt der Atem in 12 wechselnden Stunden durch den linken und die anderen 12 Stunden durch den rechten Nasenflügel. Wenn der Atem durch einen Nasenflügel fließt, gibt es keinen Atemfluss des anderen. Erst wenn die Zeit kommt, um den Atemablauf zum anderen hin zu ändern, geschieht dies. Es gibt in der Wirbelsäule 2 Nervenstränge, genannt Ida und Pingala, außerdem einen hohlen Kanal, Sushumna genannt, welcher durch das Rückenmark fließt. Jedes Mal, wenn wir atmen, breiten sich Luft wie auch Äther entlang des Ida-Nervs und auch des Pingala-Nervs aus. Und nach der Auf- und Abzirkulation kommen sie durch die Nasenflügel wieder heraus. Der Ida-Nerv beginnt im linken Nasenflügel an der Nasenwurzel, genau dort, wo der Atemfluss des linken Nasenflügels mit dem rechten zusammenläuft. Er passiert das Kleinhirn und das verlängerte Rückenmark, läuft entlang der linken Seite der Wirbelsäule hinunter
und endet am unteren Ende der Wirbelsäule. Ähnlich beginnt der Pingala-Nerv im rechten Nasenflügel, passiert das Kleinhirn und das verlängerte Rückenmark, durchläuft die rechte Seite der Wirbelsäule und endet an seiner Basis. Der Shushumna-Nerv oder auch Kanal, obwohl nicht direkt mit beiden Nasenflügeln verbunden, beginnt an der Basis des Hirns oder des Kleinhirns, läuft die zentrale Höhlung entlang der Wirbelsäule hinunter und endet am Steißbein, wo Ida, Pingala und Shushumna verbunden sind. Innerhalb der Nasenwurzel, wo sich beide Nasenwände berühren und Ida und Pingala Nerven beginnen, ist einer der vitalsten Punkte im Körper. Dieser Punkt ist sehr empfindlich und stellt eine eigene Art von Intelligenz dar. Hier befinden sich die Wurzeln der Ida und Pingala Nerven. Ihre Empfindsamkeit und Intelligenz wird dadurch dargestellt, dass sie aus jedem Atemzug, der die Nasenflügel passiert, ätherische Elektronen aussondern. Ja, wir bestehen aus Plus- und Minuspol. Innerhalb der inneren Kammer eines jeden Nasenflügels gibt es ein Tor oder einen Verschluss von knorpeliger Beschaffenheit. Diese Tore werden von diesem vitalen Zentrum kontrolliert. Wenn der Atem durch einen Nasenflügel strömt, steht sein Tor offen, während sich das andere schließt. Dieser Punkt ist deshalb ein Vitalzentrum, da Gesundheit oder Krankheit, Erfolg oder Versagen, Gewinn oder Verlust, Leben oder Tod die Resultate des Wirkens dieses Zentrums sind. Die planetarischen Strahlen laufen an diesem Punkt zusammen und kontrollieren seine Funktionen. An diesem Punkt liegt das Ruder, welches das menschliche Leben kontrolliert. Daher muss ein Yogi lernen, dieses vitale Zentrum zu kontrollieren und den Ablauf des Atems in dem erforderlichen Ausmaß zu ändern, welches benötigt wird, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Da war nämlich hier mal gerade die Karte voll. Okay, ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen verstehen. Also was wichtig ist, ist hier dieses in der Nase. Dieses ist ein ganz markanter Punkt, was mit dem Atem da alles zusammen. Das ist eine sehr spannende Sache. Also wer da Interesse hat, der kann da mal richtig nachforschen. Und letzten Endes liegt es immer nur daran, ob man in seiner Mitte ist. Wenn man da in seiner Mitte ist, atmet man ruhiger. Das hängt alles damit zusammen. Und wenn man ruhiger atmet, werden die Organe innen drinne auch Es ist alles im Körper ruhiger, auf Schwingungsebene ist alles im Körper ruhig. Die Organe haben sozusagen keinen Stress. Die Verdauung funktioniert normal, so wie es sein soll. Also spannende Sache, wer da reinsteigen möchte ein bisschen in diese Materie, der wird da bestimmt eine Menge für sich entdecken. Ich wollte hier nur Anhaltspunkte geben und aus eigenen Erfahrungen ein bisschen berichten. Wie gesagt, ich habe da so viel Luft. Das war alles frei geputzt. Wie sagt man? Es war halt eine phänomenale Erfahrung, die ich da machen durfte. Und tja, das war's wieder mal von mir für euch. Ich hoffe, euch geht es gut. Und ich zeige euch mal hier noch ein bisschen.
So. Und wünsche euch noch schöne Momentträume. Bis bald mal wieder. Ciao, ciao, eure Moni.